Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Fire Ash Season 4. Im letzten Part sind wir hier angekommen. In der Höhenregion haben unsere ersten Pokémon gefangen. Bestehend aus Zürich, Flamdi und Meryl. Und wollen jetzt natürlich weitermachen. Und klar könnte ich jetzt diskutieren darüber, dass Tilz ein gutes Pflanzen-Pokémon wäre, aber wir brauchen kein Pflanzen-Pokémon zur Zeit. Ich habe weder in Johto noch in Kanto wirklich ein Pflanzen-Pokémon dabei. Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Also ich wüsste auch nicht, warum ich das ändern sollte. Weil Pflanzen-Pokémon schon gut, aber A, bin ich kein großer Fan von Pflanzen-Pokémon und B, ich habe keinen Grund darin, welche eins zu benutzen. Pflanzen-Pokémon haben eine große Schwäche: Flug und Wasser, Flug und Feuer. Und theoretisch gehen unter anderem halt die Stärke gegen Wasser-Pokémon schön. Aber die meisten der Schwächen, der Stärken, die Pflanzen haben, aber die meisten Pokémon, die eine Schwäche gegen Pflanzen-Attacken haben, haben auch meistens eine Schwäche gegen Wasser-Attacken. Und meistens sogar noch besser. Meistens ist Wasser sogar besser, weil Wasser ist zum Beispiel fucking Feuer. Und mit Eisattacken sind Wasser-Pokémon auf Starking Pflanzen-Pokémon. Also, ihr versteht, was ich meine, denke ich mal. Deswegen werde ich mir hier auch kein Wasser-Pflanzen-Pokémon fangen in dem Run. Vielleicht später nochmal in Sinnoh, vielleicht mit Chillast. Aber ich weiß es auch nicht. So. Ah, Steuer brauchen wir jetzt nicht. Okay, ich sag es nur mal Flamdi. Okay, den Kampf haben wir auch easy gewonnen. Und damit sind wir im Blütenwort Vibes. Das ist einer meiner Lieblingsorte hier im Spiel. So.
Okay, das ist schon. Rennen wir in Evoli, können wir jetzt unser Evoli zu Fully Pupper machen. Wir haben schon Evoli, aber wir können Fully Pupper. Wie gesagt, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, mein Evoli zu benutzen, dann nützt nur ein Glaciola. Bin ich auch ganz ehrlich zu euch. So. So, wir wollen mal gucken, wie weit wir jetzt wirklich hier vorankommen. Ich finde es interessant, also Schwalbini scheint mehr oder weniger freiwillig zu sein. Wenn ich mich richtig erinnere, fängt als erst Schwalbini ganz Kabor. Wobei Kabor auch wirklich gut versteckt war. Ah, Rico, der Typ, der die ganze Rettung des Morgans geführt hatte. So, wie gesagt, wir gucken, wenn wir mal Level 12 Leute jetzt klappen, aber. Ich bin zuversichtlich, was die erste Arena betrifft.
Ja, gut, ne? So. So, dann würde ich sagen, okay, irgendwie ist das cool. So. So, damit haben wir Meterrüstung erreicht.
So, Level 13, Level 13, Level 13, sollte eigentlich reichen. So, jetzt quatschen wir mal mit ihm. Okay. So. Wäre ja auch erledigt. So. So, wollen wir mal gucken. Mal gucken, ob wir die Arena uns auch holen, die kaputt schlagen können.
Clemmy bringt uns jetzt erstmal nicht viel, aber Meryl und Surly können das auf jeden Fall schaffen, denke ich mal. Okay, 2 gegen 2 Kampf wird sowieso nur. Okay, das ist dann doch einfacher. Okay, das war ein klarer Sieg. Ich würde sagen, mit dem Sieg können wir erstmal eine Pause machen hier. Wir haben den zweiten Ohr noch zwei Parts, also noch zwei Parts. Das ist doch ganz gut. Ich werde auf jeden Fall jetzt Zürich ein bisschen trainieren. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.